Leb dein Leben, ein Tag nach dem anderen. Du brauchst nicht mehr zu tragen als von heute die Last. Was gestern war, das ist jetzt Vergangenheit. Für morgen gibt Gott dir wieder genug Kraft. Gott hat dich bis heute reichlich versorgt. Er wird es tun, auch morgen. Er ist bei dir alle Zeit an jedem Ort. Drum fühl dich bei ihm beschützt und geborgen. Unser Leben ist in Gottes mächtigen Händen. Er hat den Überblick über jede Situation. Er wird jede Sache sicher vollenden. Er kennt alle Umstände, Leid, Probleme jeder Person. Leb dein Leben ein Tag nach dem anderen. Grüble nicht, es schadet dir nur. Lerne geduldig zu sein, vertrauen und warten. Suche Stille bei Gott und bleib auf der richtigen Spur. Rede mit Gott über deinen heutigen Tag, was du heute erlebt hast, was dich heute bedrückte. Warst du müde heute, verzagt und matt oder fröhlich, zufrieden und glücklich? Danke Gott für den heutigen durchlebten Tag. Er war auch heute an deiner Seite. Auch wenn du heute hast mal wieder versagt, sei nicht traurig. Gott wird dir helfen und weiter dich leiten. Leb dein Leben ein Tag nach dem anderen. Gott macht den Weg frei für den nächsten Schritt. Auch wenn es schwer manchmal ist zu gehen, Gott gibt dir Kraft. Er geht mit dir mit. Morgen führt Jesus dich weiter zum Ziel. Morgen gibt er wieder genug Kraft für den Tag. Such morgen aufs Neue Gottes Nähe und Stille und sei mutig, dankbar und stark. Lebe dein Leben und liebe es, ganz gleich, wie beschwerlich es gestern war. Du kannst stets vom Neuen beginnen es heute. Denk daran, Gott ist dir auch heute ganz nah. Morgen führt Jesus dich weiter zum Ziel. Morgen gibt er wieder genug Kraft für den Tag. Lebe dein Leben und liebe es, ganz gleich, wie beschwerlich es gestern war. Du kannst stets vom Neuen beginnen es heute. Denk daran, Gott ist dir auch heute ganz nah.